Hey Leute, ich werde heute ganz schön bloßgestellt. Ich habe hier Layla und die wird mir seltsame und unangenehme Fragen stellen und ich muss sie so schnell wie möglich aus dem Bauch heraus beantworten und ich habe so ein bisschen Angst. Okay, erste Frage. Was hast du heute gegessen? Ein Bagel. Welcher Film beschreibt dein Leben? Ich wünschte, es wäre The Perks of Being a Wallflower. Glaubst du an Gespenster oder Engel? Gespenster, ja. Lebst du, um zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben? Ich arbeite, um zu leben. Was ist das Beste, was dir diese Woche passiert ist? 7 Punkte in Geschi. Belastung. Deine Lieblingsschuhe? Docs. Würdest du für 1000 Euro einen Schmetterling verbrennen? Ja. Ist deine Tür offen oder zu, wenn du schläfst? Zu. Wie ist dein vollständiger Name? Ich bin Harry Potter. Wie spät ist das? 10 vor irgendwas. Würde es dich nerven, wenn ich dir noch 130 weitere Fragen stellen würde? Vermutlich schon. Welche Farbe hat das Telefon in deinem Zimmer? Schwarz-grau. Welche Taschentuchmarke benutzt du? Die von Lidl. Duschen oder baden? Wenn ich kann, baden. Aber wir haben keine Badewanne. Traurig. Ja. Wie alt bist du? 18. Drehe deinen Kopf um 50 Grad nach oben und um 30 Grad nach rechts. Was siehst du? Das Haus meiner Nachbarn. Welche Kondommarke benutzt du? Gar keine, ich nehme die Pille. Sicherheit geht vorne. Bist du dir sicher, dass du so heißt, wie du es oben angegeben hast? Ganz sicher nicht. Wie oft hast du schon in deinem Leben Buffalo Soldier gehört? Oh, oft. Das ist traurig, dass ich dich nicht kenne. Bob Marley? Oh. Erzähle eine Anekdote. Oh Gott. War ich mit Freunden im Herrengarten und wir haben so Leute gesehen, dachten, ey, die hören gute Musik, vielleicht sind die ja nett, lass mal zu denen gehen. Und dann haben wir Leute kennengelernt und dann haben wir mit denen ein bisschen was getrunken. Und ein paar Tage später habe ich erfahren, dass darunter Laylas Bruder war. Witzig. Ja, Lieblingsgeschichte. Okay. Rauchst du? Wenn ja, warum? Ja, ich habe damals angefangen, meinen Typen kennenzulernen, von dem ich was wollte, aber naja. Hast du ein Buch, in dem Sex erklärt wird? Wenn ja, von wem hast du es bekommen? Nein, habe ich nicht. Zeig uns deine To-Do-Liste. Ich habe keine. Was weißt du über das Thema Reduktion von Metallen? Ich glaube, Reduktion ist Elektronenaufnahme. Das stimmt sogar. Wow. Oh. Glaube ich. Was ist der 18. Buchstabe des Alphabets? Nicht nachzählen. P. Ich kann es nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Mag deine Mutter Pomelos? Ja. Hast du schon mal ein Straßenschild geklaut? Nein, leider nicht. Gibt es perfekte Menschen? Nein. Glaubst du an Außerirdische? Ja. Was denkst du, warum sind Vogelscheuchen immer männlich? Weil sie auf einem Stock stehen und der Stock den Penis symbolisiert? Ich habe keine Ahnung. Glaubst du, Tiere denken? Ja. Was ist deine beste Kindheitserinnerung? Oder eine gute? Weihnachten, da war ich 9. Und ich war krank, ich war richtig erkältet und normalerweise haben wir die Bescherung immer so gemacht, dass nicht einer direkt seine ganzen Geschenke bekommen hat, sondern alle so abwechseln und ich habe halt, weil ich krank war und wieder ins Bett wollte, alle meine Geschenke bekommen und darunter war ein Nintendo DS mit Animal Crossing und ich war noch nie so glücklich darüber, krank zu sein. Gibt es eine Frage, bei der du Angst hast, die Wahrheit sagen zu müssen? Ich denke schon. Wenn ja, welche? Nein! Mir fällt jetzt spontan keiner ein. Was ist dein Hintergrund beim Handy? Auf dem Home-Bildschirm meine beste Freundin und ich und auf dem Sperrbildschirm mein Freund und ich. Mögen deine Eltern deine Musikrichtung? Zum Großteil ja. Echt? Ja. Mein Vater hat Iron Maiden. Wie viel Zeit verbringst du im Internet? Zu viel. Glaubst du, Außerirdische sind auch so süchtig nach Internet wie wir? Wenn sie Internet haben, ganz sicher. Oh mein Gott.
Gut, also das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es wird auf jeden Fall noch ein Video mit Layla kommen. Also seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Ich werde mein schönes Gesicht auch sehen.